Ich werde immer mal wieder durch gewisse Gespräche, Diskussionen aufmerksam darauf, was zieht jeder oder welchen Schuh hat sich jeder anzuziehen in Bezug auf, funktioniert ein Training oder funktioniert ein Training nicht. Denn ich glaube, es gibt für jeden, der an einem Training beteiligt ist, und das ist ja in der Regel derjenige, der das Training beauftragt, also der Hundebesitzer, und derjenige, der das Training gibt, also dem Hundetrainer, und jetzt mal egal in welcher Sparte, plus gut, der Hund, der muss ja mit, der ist dann entsprechend auch natürlich Gegenstand dieser Diskussion. Und ganz oft hört man, derjenige heißt schuld, weil das und das nicht funktioniert. Oder ja, der Trainer hat mir den Hund völlig versaut. Oder was auch immer man dann noch so alles für Aussagen hört. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass jeder sich seiner Verantwortung in diesem Bereich auch einfach immer mal wieder ein bisschen bewusst wird. Denn wenn ich als Trainer fungiere, kann ich immer nur eine Möglichkeit anbieten und eine Anleitung geben, mit der ich der Überzeugung bin, dass der Kunde, wenn er das befolgt, dann auch natürlich einen Effekt, einen Trainingseffekt mit seinem Hund erleben wird und das Ziel, was gesetzt worden ist, irgendwie irgendwann erreichen wird. Und was ich aber nicht dabei vergessen darf, ist, dass ich als Trainer etwas als Ganzes schon sehe und weiß, dass ich den Glauben habe, dass es prinzipiell gut funktionieren kann. Weil ich vielleicht schon ähnliche Fälle hatte, weil ich schon so viele Hunde trainiert habe, weil ich einfach, ja, A plus B gleich C und das irgendwie verstanden habe. Ganz wichtig dabei ist natürlich aber erstmal, dass der Mensch versteht, was hat mir dieser Trainer da erzählt. Wozu ist das gut und warum mache ich das? Und wie sieht das irgendwann hinterher aus? Also ist es immer ganz gut, ein Bild zu haben von dem, wie soll es auch hinterher aussehen, auch für mich als Hundehalter. Und wenn ich als Hundehalter diese Hilfe in Anspruch nehme, kann ich nun mal nicht erwarten, dass, weil mein Trainer mir das gesagt hat und mir einen Tipp gegeben hat, wie ich das dann machen kann, dass das ausreicht, um zu diesem Ziel zu kommen. Denn da fehlt noch ein ganz gewisser Punkt, dass ich als Hundehalter auch jeden Tag oder wie oft du es auch immer tun sollst, bereit bin, an diesem Ziel weiterzuarbeiten und es verfolge und es einfach umsetze. Wenn ich mich nur hinsetze und überlege, ja, vielleicht wäre mal wieder üben ganz gut, dann ist es ein guter Gedanke in meinem Kopf, aber umgesetzt mit meinem Hund habe ich dann noch gar nichts. Das heißt, Hundetraining ist einfach eine Sache der Wiederholung, des Verständnisses und ja auch dem Willen vom Hundehalter, seinen Beitrag zu leisten und regelmäßig Dinge zu tun. Ob ich nun eigentlich das Gemütliche auf der Couch finde oder ob ich heute noch ein bisschen Netflix schauen könnte oder was auch immer, wenn ich es nicht machen gehe, dann wird sich da auch keine Veränderung zeigen. Das ist ganz simpel und einfach so. Und dann ist es auch kein Trainer schuld, wenn ich es nicht auf die Reihe bekomme, dass mein Hund einen Kompfiff endlich mal irgendwie versteht, lernt und auch in Situationen befolgen kann, wenn ich einfach nur ab und an ihn mal benutze, wenn es mir gerade wieder einfällt und oft fällt es mir dann erst wieder ein, wenn mein Hund wieder nicht gehört hat. Also, Hundehalter, Pflicht, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen dafür, was wir mit unserem Hund erreichen wollen und dass wir auch das, was wir üben sollen, das, was wir trainieren sollen, einfach umsetzen. Und das ist nicht wirklich spektakulär, das ist nicht wirklich tiefgründig oder sonst irgendwas. Es ist einfach rausgehen und machen und das Ganze wieder und wieder und wieder und auch manchmal bei nicht so tollem Wetter. Aber es immer zu wiederholen, so wie es mir entsprechend geraten worden ist. Und als Hundetrainer
natürlich auch ein bisschen der kleine Motivator zu sein und zu fragen, Mensch, da. Und auch vielleicht mal ein bisschen zu kitzeln und zu sagen, Mensch, hättest du das bis dahin gemacht, dann wäre es vielleicht schon ein bisschen weiter. Und klar hat jeder seine Ziele und sein Tempo, aber mein Gott, auch in der heutigen Zeit, wo wir ja alle uns frei entfalten können und jeder in seinem Maße und in seinem Tempo alles tun darf, wenn ich halt bis zu einem gewissen Alter eines Hundes etwas erreichen möchte, und da geht es ja um ganz praktische Dinge, wie zum Beispiel einfach mal ein Kompfiff, zuverlässig, insofern es als Hund eben möglich ist, umsetzen zu können mit meinem Hund. Und ja gut, wenn ich dann eben meine, wenn der Hund 7, 8, 9, 10 Monate alt ist, ich habe es jetzt bis daher dreimal geübt, dann wird es nichts, bis der Hund ein Jahr, 1,5 ist oder was auch immer. Also ja, du hast gewisse freie Entfaltung, selbstverständlich. Aber dann, wenn deine Ziele nicht erreicht werden, dann ist es immer ganz gut, erstmal immer als allererstes, und das ist ja jetzt egal, ob wir uns hier über das Hundetraining unterhalten oder über was anderes, erstmal zu schauen, was habe ich denn vielleicht versäumt zu tun in dieser Zeit. Und naja, vielleicht fällt mir da das ein oder andere ein. Als Hundetrainer auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich passend für diesen Hund? Funktioniert das? Und ja, gerade dann, wenn man eher in einer spezialisierten Sparte arbeitet, sieht man natürlich auch immer einen gewissen Typ Hund. Also gewisse Hunde werden uns häufiger vorgestellt. Und wenn sie uns häufiger vorgestellt werden, haben wir natürlich auch mit einer gewissen Sparte deutlich mehr Erfahrung, ganz klar. Und manchmal ist es aber so, dass auch wenn der Hund aussieht wie alle anderen oder wie viele anderen und man meint, vielleicht von wo er kommt oder was für Papier er mitbringt, eigentlich sollte er das können. Bringt ja aber nichts, wenn wir das nicht beim Hund schon sehen, dass es verstanden hat. Also ist es vielleicht möglich, dass ich mir eine andere Idee überlegen muss, wie ich diesem individuellen Mensch-Hund-Team weiterhelfen kann, wie kann ich da entsprechend rangehen. Also, Hundehalter hat definitiv die Verantwortung, das, was er gehört hat und sagt, okay, das ist der Weg, dem ich folge, umzusetzen, immer wieder zu wiederholen, rauszugehen, zu üben, in kleinsten Details. Und ich sag dir, manchmal merkt man zwischendrin, je nachdem, an was du arbeitest, natürlich nicht sofort einen Erfolg. Sondern es ist ja ein Prozess über eine längere Zeit, die du vielleicht erstmal kontinuierlich die Dinge arbeiten solltest, die du mitgeteilt bekommen hast. Und dann ist es nun mal so, dass ja, irgendwann sollte man sich ein Zeitfenster setzen, bis wohin ich eine Verbesserung sehe und bis wohin ich dann auch entsprechend für mich meine persönlichen Erfolge sehen kann. Und das kann ruhig mal ein paar Tage dauern. Und als Hundetrainer eben auch das Ganze so runterzubrechen, dass jeder es in seinem Maße verstehen kann und vielfältig zu bleiben und zu sehen, auch wenn es ein Hund ist, der eigentlich allen anderen entspricht, die ich ja sonst auch immer habe. Und da funktioniert Plan A eben nicht so, auch mal Plan B auszuprobieren und entsprechend sich dort flexibel zu gestalten. Und ich glaube, wenn beide an einem Strang ziehen, nicht gegeneinander arbeiten, keiner dem anderen die Schuld in die Schuhe schieben möchte, auch der Hundetrainer nicht, immer nur direkt zu sehen, die hat nicht geübt oder irgendwas, weil manchmal dauert es halt auch bei gewissen Hunden ein bisschen und manchmal ist das Leben auch so, dass wir einfach keine Zeit haben, sind wir ganz ehrlich, ist auch okay, aber wenn beide irgendwann irgendwo weiterkommen wollen, dann sind auch zwei Menschen auf jeden Fall in diesem Prozess beteiligt, die dann immer ihren Part gut wahren sollten. Und ich glaube, dass wir mit den Hunden immer gut vorwärts kommen können, wenn wir da so ein bisschen, ja, sachlich bleiben bei dem, was wir sehen wollen. Haben wir es erreicht, haben wir es nicht erreicht? Und wenn nicht, was machen wir dann gemeinsam als nächstes?